Hallo und herzlich willkommen in meinem The Knitting Translator Podcast. Ich bin Ilona und wie aus dem Namen meines Podcasts rauszuhören und rauszulesen ist, bin ich Übersetzerin im quasi Hauptberuf bzw. in meiner Hauptleidenschaft und auch im Beruf eigentlich. Und außerdem entwickle ich Übersetzerkurse und schreibe Lehrbücher und andere Abhandlungen oder andere Texte. Und ich bin sehr leidenschaftliche Strickerin und heute bin ich auch quasi leidenschaftliche Häcklerin. Dazu kommen wir aber später. Also, wenn ihr nicht zum ersten Mal eingeschaltet habt, dann wisst ihr, dass ich in den letzten Wochen auch an meinem ersten Strickdesign arbeite, das auch veröffentlicht werden soll. Ich stricke schon sehr lange. Also eigentlich genau genommen seit über 40 Jahren und habe schon immer sehr viel improvisiert, sehr viel selbst entworfen und gestrickt, aber nie für quasi Menschen, die ich nicht kenne. Ja, also ich habe für mich, für mein Kind, für meine Freunde, Verwandte, was auch immer, Familie gestrickt und selbst entworfen, aber erst jetzt in letzter Zeit habe ich angefangen, so Standard-Modelle zu entwerfen und betrachte mich damit eigentlich als Einsteigerin im Strickdesign. Und meine First Impression Blouse wird gerade getestet. Einige Modelle sind schon fertig und sind auf Instagram und auf Ravelry zu bewundern. Ich muss mich gerade fragen, ob man auf Ravelry Projekte sehen kann. Müsste eigentlich, wo die Anleitung noch nicht veröffentlicht ist, was ja logisch ist beim Testen. Aber so, ich glaube schon. In jedem Fall zeige ich den Pullover, um den es geht, gleich auch noch. Also meine erste Variante. Und ja, genau. Aber der Teststrick läuft noch bis Mitte August. Und dann nehme ich mir ein paar Tage noch, die Anleitung zu finalisieren. Und die Veröffentlichung ist eigentlich für den 15. August 2023 vorgesehen. Und bevor wir aber richtig einsteigen, hier vielleicht noch eine ganz kurze Vorstellung, weil in den letzten Wochen noch einige neue Abonnentinnen und Abonnenten dazugekommen sind, worüber ich mich sehr, sehr, sehr freue. Und das zu zeigen oder das aufzuzeichnen, auch was ich darüber denke oder was ich weitererzählen möchte. Aber natürlich freue ich mich, wenn neue Abonnentinnen und Abonnenten hinzukommen, wenn mehr kommentiert wird, wenn Fragen gestellt werden und ich noch mehr in Austausch mit euch kommen kann. Das freut mich natürlich sehr, sehr, sehr stark. Vielleicht, also dadurch, dass halt ein paar neue dazugekommen sind, eine kurze Vorstellung wieder. Ich habe, glaube ich, schon gesagt, dass ich Ilona heiße. Im Kontext des Strickens bin ich überall unter dem Namen Navamante, werde ich hier einblenden, zu finden. Also auf Ravelry, auf Instagram, wo noch? Auf Etsy. Ich habe einen kleinen Etsy-Shop, in dem ich Naturgarne verkaufe. Ja, genau. Und es wird irgendwann, vielleicht dieses Jahr schon, eine Internetseite geben, die dann ebenfalls navamante.de heißen wird, wohin ich wahrscheinlich meinen Etsy-Shop umziehen werde und wo ich dann halt andere Infos und andere spannende Bereiche wahrscheinlich haben werde. Ach ja, genau, da wird man dann auch meine Designs kaufen können, neben Ravelry, denke ich mal. Und ich wohne in Bielefeld mit meiner kleinen Tochter und unserem großen Hund, relativ außerhalb der Stadt. Und es ist schön so, wir haben einen kleinen Garten und gerade findet ein Umbau in meinem Haus statt. Und deswegen sitzen wir in meinem Schlafzimmer. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Stricken ist ja auch so eine Tätigkeit, die man häufig auch mal im Schlafzimmer vielleicht macht. Jedenfalls ist es bei mir so. Ganz häufig stricke ich vor dem Schlafengehen oder quasi beim Schlafengehen. Und deswegen hoffe ich, dass es in Ordnung ist, dass wir gerade in meinem Schlafzimmer sind. Das ist der einzige Raum, der nicht vollgestellt ist, weil in dem Schlafzimmer wird der Umbau gemacht. Ja, jetzt
zu dem ersten Punkt meiner heutigen Folge. Das ist also der Teststrick von meiner First Impression Blouse. Den Namen werde ich hier einblenden. Ich habe dieses Design First Impression Blouse genannt, weil das mein erstes Design ist, das ich veröffentlichen will. Und das wird also quasi der erste Eindruck sein, also das wird das Modell oder das Design sein zum ersten Eindruck über mich als Strickdesignerin. Und ich hoffe, dieses Design gefällt euch schon oder wird euch gefallen, falls ihr das gleich zum ersten Mal seht. Das ist meine erste Version, meine erste Variante. Ja, das ist ein Rundpasse-Pullover oder Rundpassen-Pullover, glaube ich, heißt das korrekt. Mit Lace-Streifen, mit langem Arm. Es gibt aber auch die Kurzarm-Version. Und ja, also das ist quasi durchgängig mit dem gleichen Lace-Muster, Streifen bedeckt. Außer an den Ärmeln, wo man am Ende so einen längeren Streifen, Lace-Streifen hat, wo ja dieses Lace-Streifen, was oben drüber kommt, oder dieses Lace-Muster so ineinander übergeht dreimal. Ja, ich finde das ein sehr schönes Detail. Das könnte man im Prinzip auch unten machen. Ja, diejenigen, die vielleicht mehr Lace haben wollen, können das beim Nachstricken auch unten einbauen. Man kann aber mit diesem Design eigentlich alles Mögliche machen. Man kann auch Lace-Streifen oder den breiteren Lace-Streifen nicht, aber man könnte die Lace-Streifen auch nur oben machen, zum Beispiel in der Passe, in der Rundpasse, und dann alles glatt rechts stricken, damit man den Pullover auch mit einem Unterhemd oder ganz ohne Unterhemd quasi tragen kann, nur mit dem BH. Ja, und bei der Kurzarmversion, die werde ich einblenden, und ich werde auch die Versionen von den Teststrickerinnen einblenden, die bis heute oder bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video bearbeite, schon fertig sind. Und möchte mich hiermit auch wirklich sehr herzlich bei den Teststrickerinnen schon bedanken. Ich mache das eigentlich jede Folge, seit der Teststrick läuft. Und ich bin nach wie vor sehr dankbar für das Nachstricken, für die Rückmeldungen, für die Anmerkungen, für die Empfehlungen, für die Fotos, für alles. Ihr seid ganz toll. Ich werde mich bei euch also auf jeden Fall natürlich noch mehrfach melden und ja, freue mich sehr, dass ich so tolle Teststrickerinnen bei meinem ersten richtigen Design auch bekommen habe oder gefunden habe. Oder dass ihr mich gefunden habt, das war ganz unterschiedlich. Ein paar von euch habe ich selber angesprochen, die anderen haben sich bei mir gemeldet. Alle haben es freiwillig gemacht, natürlich. Also ich habe keinen dazu überreden müssen. Und die Rückmeldungen zu dem Design, zu der Anleitung waren auch sehr positiv, sind nach wie vor sehr positiv. Von daher hoffe ich auch, dass die Anleitung denjenigen gefällt, die jetzt noch nicht festgestrickt haben, sondern die für die Anleitung dann auch ja, quasi zahlen müssen. Sie wird einen ganz normalen Preis haben, wie die meisten Anleitungen im deutschsprachigen Raum in vergleichbarer Komplexität. Ich habe mich da quasi an den Markt orientiert so ein bisschen. Ja, und ich freue mich sehr auf die Veröffentlichung und bin sehr gespannt, wie das so passieren wird. Das war der erste Punkt meiner heutigen Folge. Heute werde ich übrigens so, jetzt nicht unstrukturiert, aber eher sehr praxisbezogen arbeiten. Diejenigen, die ja von Anfang an dabei sind, wissen, dass ich immer wieder theoretische Abschnitte aufnehme, wo ich dann über irgendwelche theoretischen Aspekte des Strickens oder des Übersetzens und des Strickens und des Strickdesigns spreche. Das wird sich heute im Rahmen halten quasi, beziehungsweise wird eigentlich nur so ganz am Rande angesprochen. Ich werde mich entlang meiner aktuellen Projekte einfach nur so gehen. Also ich werde entlang meiner Projekte gehen, ich werde meine Projekte zeigen und ein bisschen was dazu sagen, was mir so im Kopf rumschwirrt zu diesem Thema dann jeweils. Kündige ich schon mal an, worum es eigentlich gehen wird. Für diejenigen, die vielleicht dann an bestimmten Sachen nicht interessiert, meine Güte, was habe ich denn heute mit meiner Sprache? Für diejenigen, die an bestimmten Projekten nicht interessiert sind, ihr seid dann quasi vorgewarnt. Also, ich werde gleich noch zwei aktuelle Strickprojekte zeigen von mir, an denen ich aktiv arbeite. Drei.
Drei, genau, drei Strickprojekte. Davon einer als Teststrick für eine US-amerikanische Designerin. Dann zeige ich ein Häkelprojekt, das ich gestern angefangen habe. Und am Ende spreche ich ein bisschen über das Werkzeug für Strickerinnen, weil einmal diese Frage aufgetaucht ist in einem der Kommentare. Dann gab es einen E-Mail-Kontakt mit dieser Zuschauerin und daraufhin habe ich mich bei ihr noch nicht gemeldet. Also mache ich das quasi hier bei allen und hoffe, dass du gerade zuguckst. Und da wird es insbesondere um Rundstricknadeln für das Ärmelstricken gehen. Ich werde das zeigen, was ich zu Hause habe und einfach nur meine Meinung dazu sagen, wie meine Erfahrung bei der Arbeit mit diesen Rundstricknadeln so ist. Und dann, oder mache ich das jetzt schon? Ich sage das jetzt und sage das am Ende für diejenigen, die vielleicht nicht, also die Mitte nicht sehen oder so. Nächstes Wochenende, also heute ist Montag, nächstes Wochenende ist das Wollfest in Solingen. Solingen ist ungefähr eine Stunde von mir entfernt und eigentlich dachte ich, dass ich nicht dorthin fahre, aus zwei Gründen. Ich dachte, ich fahre nicht dorthin, weil ich mehr als genug Wolle zu Hause habe und weil das in meinen Zeitplan nicht passt. Nun hat sich mein Zeitplan etwas verändert und ich habe an dem Wochenende wahrscheinlich Zeit. Und das Problem mit zu viel Wolle zu Hause haben, habe ich für mich erstmal so weit abgehackt, dass ich denke oder mir zumindest zu mir selbst so oder von mir selbst glaube, dass ich mich unter Kontrolle halten kann in Solingen. Und mein Stash nicht mehr aufbaue, mit einer Ausnahme. Meine Meinung dorthin zu fahren wurde stark dadurch beeinflusst, dass eine meiner Lieblingshandfärberinnen, das ist nämlich das Strickzimmer, die Sabine von das Strickzimmer aus Münster, sie wird auch dorthin fahren und dort als Ausstellerin dabei sein. Und ich, diese Version meiner First Impression Blouse ist aus ihrer Merino Leinen mit Avocado Färbung gestrickt. Ja, und ich liebe diese Färbung. Das ist also die Wolle ist, der Merino Anteil ist Superwash. Das mag ich ja weniger, aber durch Merino-Leinen-Mischung fühlt sich das nicht wie Superwash an. Und gut, der Nachhaltigkeitsaspekt, der ist natürlich trotzdem betroffen. Aber ihr wisst es, wie es mit Nachhaltigkeit in der Wolle ist und so. Da muss man halt schauen, welchen Kompromiss man schließt teilweise. Nicht bei allen Sachen natürlich, aber je nachdem, welche Farben man möchte, was man strickt und so weiter, muss man teilweise Kompromisse schließen und mit bestimmten Kompromissen kann man gut leben. Und das betrifft halt in diesem Fall den Superwash Merino-Anteil in dieser Wolle. Dafür ist sie aber pflanzlich gefärbt und das finde ich sehr schön. Und das finde ich, die Optik finde ich auch sehr schön. Und ja, wegen Sabine quasi dachte ich, ich fahre hin und wenn ich was kaufe, dann wird es wahrscheinlich ihre pflanzliche Färbung, also wieder Merino-Leinen sein, in vielleicht einer anderen Farbe oder Färbung. Mal schauen. Vielleicht kaufe ich auch einfach gar nichts. Auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen, dass wenn alles so funktioniert zeitlich, dass ich dahin fahre und vielleicht etwas mehr aufnehme, als ich auf dem Kasseler Wollfest aufnehmen wollte, weil dort wollte ich wirklich das Dortsein genießen, die Wolle genießen, mich mit Leuten unterhalten, einfach nur einen entspannten Tag haben, ohne zu viel aufzunehmen. Und das habe ich ja dann auch getan. Ich hatte zwar zwei Interviews, die sieht man in meiner letzten Folge, in der Folge Nummer 31 muss es sein. Also es gibt noch eine andere Folge, die gerade quasi in der Schwebe ist, beziehungsweise in der Abstimmung. Deswegen weiß ich noch nicht genau, ob
zwischen dieser Folge, die ich gerade aufnehme, und der 31 noch eine andere Folge spontan erscheinen wird. Das hängt halt noch von anderen Personen ab. Das werdet ihr erfahren. Das ist noch, das behalte ich noch für mich. Aber wenn alle damit einverstanden sind, dann wird eine schöne, ganz andere Folge erscheinen, als ihr von mir gewohnt seid. Ja, auf jeden Fall werde ich wahrscheinlich nach Sulingen zum Wollfest fahren. Wenn ihr also da seid, sprecht mich ruhig an. Es kann sein, dass ich so durch die Reihen laufe, dass man das Gefühl hat, ich möchte nicht angesprochen werden, weil, wenn ich Menschen nicht kenne und sie mich länger angucken, dann gucke ich halt zurück, lächle vielleicht, aber bin mir dann trotzdem unsicher, ob sie mich kennen. Ja, und das sieht vielleicht auch ein bisschen doof aus. Um diese komische Situation zu vermeiden, gucke ich einfach häufig nicht in die Gesichter, außer ich spreche mit der Person natürlich. Aber so im Vorbeigehen gucke ich dann halt nicht alle Gesichter an. Und dadurch kann vielleicht der Eindruck entstehen, dass ich irgendwie in mich vertieft bin oder nicht gestört werden möchte. Doch, ich möchte gestört werden. Sprecht mich ruhig an, wenn ihr wollt. Ihr müsst aber nicht. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich angesprochen werde, wenn ich mit jemandem ins Gespräch komme, unabhängig davon, ob wir dann über meinen Podcast sprechen, über meinen First Impression Blouse oder über was anderes. Ich rede gerne über alles. Vielleicht merkt man das. Die kleine Tatsache mit dem Podcast hier könnte vielleicht ein Zeichen dafür sein, dass ich doch gerne spreche. Gut, genau. Also den Plan für heute habe ich dann wohl ausführlich bearbeitet gerade, beziehungsweise ausführlich angekündigt. Dann steigen wir ein mit einem total coolen Projekt, das ich mache. Da muss ich ein bisschen Platz machen hier vor mir. So, ich stricke ein Lento-Sweater. Jetzt muss ich mal gerade nach irgendeinem Gerät suchen. Moment. Ah nee, muss ich nicht. Ich habe ja die Anleitung hier. Ich stricke den Lento-Sweater aus dem Leine-Magazin. Ich weiß aber nicht, welche Nummer das war. Die Designerin heißt Jonna Hietala. Das ist, glaube ich, eine finnische Designerin. Ich zeige mal, das ist dieser Pullover. Ja, den habt ihr sicherlich schon gesehen. Das, ich glaube, aus der Nummer 11 ist, ich werde auf jeden Fall hier irgendwo was schreiben dazu. Und in der Beschreibung steht das ja auch. Das ist ein Pullover, den schon sehr viele gestrickt haben. Es gab auch einen Kall, also ein Knit-Along, also ein gemeinsames Stricken mit zwei britischen Podcasterinnen bzw. schottischen Podcasterinnen. Die hatten so einen Kall ausgerufen. Ich glaube, das war sogar dieses Jahr. Da wollte ich aber noch nicht, beziehungsweise da hatte ich kein passendes Garn. Das Schöne an diesem Pullover ist halt, dass er mit der 6 mm Nadel gestrickt wird. Das ist ein ganz einfacher Raglan-Pullover. Und durch diese riesige Maschenprobe, das sind wie viele Maschen? 15 Maschen auf 21 Reihen oder Runden. Durch diese riesige Maschenprobe ist man natürlich sehr schnell fertig. Und das Ding ist auch cropped entwickelt, also kurz quasi bis zu der Taille oder so bis kurz unter der Taille, so dass man wirklich sehr schnell durch ist. Und jetzt irgendwann hatte ich dann das passende Garn und ich kopiere quasi die Version von Jana von Finnish Knitting Stories. Also ein englischsprachiger Videocast über das Stricken von einer finnischen Handfärberin, die ursprünglich aus Litauen oder Lettland? Lettland oder Litauen stammt. Ja, das ist sehr kompliziert. Ich bin ihre Patronin, also ich bin Mitglied auf ihrer Patreon-Seite, weil ich ihren Podcast schön finde und möchte mich dafür quasi bedanken, indem ich diesen Mitgliedsbeitrag zahle, der wirklich nicht hoch ist auch, genauso wie auf meiner Patreon-Seite. Das könnt ihr auch jederzeit gerne machen, aber es geht nicht darum. Ich habe dadurch, dass ich bei ihr auf Patreon bin, hat sie mal eine Verlosung gemacht für Ohrringe und die habe ich gewonnen und das habe ich mir quasi als Chance genutzt, sie nochmal anzusprechen und darum zu bitten, dass sie mir etwas von ihrer handgefärbten Wolle verkauft und halt mitschickt. Weil normalerweise schickt sie eigentlich nicht ins Ausland. In diesem Fall hat sie es gemacht. Und ich habe ihre coole Wolle bekommen.
Und das ist diese. Das habe ich schon mal gezeigt. Das ist so eine Bouclé-Wolle. Das ist Merino-Seidenmischung. Ich glaube, 30% sind das. Ist das? Genau, hier ist der Wollausweis, wie meine Tochter sagt. So, Ketunitz heißt die, heißt ihre Färbelabel. Das ist Silky Bouclé, was ich hier verstricke, in Farbe Joy. Ist wahre Freude. Und da sind 30% Non-Superwash Merino und 70% Seide. Ihr könnt euch vorstellen, wie weich diese Wolle ist, beziehungsweise dieses Garn ist. Ja, das ist mega weich. Das ist natürlich total knallig. Ich hätte nie gedacht, dass mir die Farbe steht. Das tut sie. Das tut sie. Das ist echt unglaublich. Und da sind 400 Meter auf 100 Gramm. Und ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich bin schon recht weit fortgeschritten. So, ich muss das mal gerade hier schön zusammenlegen, damit man direkt die gesamte Freude oder ja und die gesamte Schönheit dieses Strickstücks wahrnehmen kann. So, seid ihr bereit? Es geht los. So, das ist mein Lento. Ich bin hier fast fertig mit einem Ärmel. Ja, das ist ein recht breites Stück, ja, also das ist quasi, das bin ich und das ist der Pullover. Aber dadurch, dass hier halt das meiste Seide ist, fällt er natürlich total toll. Das ist ein umgeschlagenes Bündchen, Kragen. Ja, so ein, also man, wie heißt denn das auf Deutsch? Und auf Englisch weiß ich auch nicht mehr. Jedenfalls, man schlägt provisorisch an, strickt dann ja, so viel quasi im Bündchenmuster für den Halsausschnitt. Dann schlägt man es um und strickt ja, von beiden Seiten, von beiden quasi, ja, von beiden Enden jeweils immer zwei Maschen zusammen. Und dann strickt man weiter einfach nur glatt rechts. Ja, und dann kommt halt der Pullover. Hier sind Raglan-Linien. Ja, genau, hier sind Raglan-Linien. Ja, wie gesagt, eine ganz einfache Konstruktion, strickt sich sehr einfach. Ja, so ein bisschen knifflig könnte vielleicht tatsächlich nur das hier sein. Also wenn man das noch nie gestrickt hat, kann das sein, dass dieses Halten von zwei Nadeln in einer Hand und mit der dritten Nadel zu stricken, ist ein bisschen knifflig, wenn man es noch nie gemacht hat. Aber probiert es aus, falls ihr das noch nie gemacht habt. Das gibt wirklich einen sehr schönen Kragen. Und also ich mag so doppelt umgeschlagene Bündchen auf jeden Fall sehr gerne so am Hals, wenn das zum Garn passt. Ja, was noch? Ich stricke mit der 5,5er Nadel. Ich stricke Größe, ich glaube 3. Jetzt habe ich sie natürlich hier nicht markiert. Auf Ravelry steht es bei mir. Ich glaube, ich stricke Größe 3 mit 5,5er Nadel. Aber ich habe hier halt ja, mehr Seide als Wolle. Das ist also das Ding dehnt sich ziemlich und das ist auch sehr, ja, sehr locker. Das ist, ich habe keine Maschen, doch ich habe Maschenprobe gemacht mit 4,5er Nadel, weil ich dachte, das wird ansonsten zu locker. Das hat mir nicht gefallen, aber das ließ mich glauben, dass 5,5er Nadel, dass die 5,5 mm Nadel reichen würde. Und ich finde die Optik sehr schön. Ich finde das, ja, den Fall quasi sehr schön. Ich bin sehr zufrieden. Was kann ich noch dazu sagen? Nichts. Ich bin sehr zufrieden und bin jetzt quasi auf der Sleeve Island, also ja, Ärmel stricken. Dazu kommen wir auch am Ende dieser Folge. Ich stricke hier mit Rundstricknadel, mit einer kurzen Rundstricknadel, aber sie ist zu lang trotzdem, ja. Und eine kürzere habe ich noch nicht. Ich überlege noch, ob ich eine kürzere bestelle, aber ich habe halt schon so viele Nadeln. Ich bin mir nicht sicher, ob ich eine bestellen sollte. Auf jeden Fall muss ich noch schauen, wie ich hier weiterkomme. Und dann habe ich bald einen ganz tollen Pullover. Hoffe ich, denke ich, glaube ich. Das war das nächste Projekt, an dem ich arbeite. Dann habe ich vor kurzem zum zweiten Mal die Septemberjacke von Petite Knit angefangen. Ich werde das hier wie immer einblenden. Und zwar
für eine Freundin. Ich mag ja, genau, Septemberjacke werde ich hier, wie gesagt, einblenden, auch als Bild von Petite Knit, also von der Designerin. Das ist eine Jacke, die komplett in Patent, heißt das Patentmuster gestrickt wird und entsprechend ja, relativ lange dauert, obwohl man mit sehr großen Nadeln strickt. Ich stricke mit der auch mit 5,5 Nadel. Und hier habe ich die Wolle, so dass ich euch die Wolle zeigen kann. Die Wolle ist sehr schön. Sie ist auch, passt auch sehr gut eigentlich dazu. Das ist diese hier, Knit by Numbers. Wo fängt das an? Kann man das so lesen? Knit by Numbers Double Knit. Also die Kehwolle, das ist 100% Pure Falkland Merino Wolle aus Großbritannien von John Arbon Textiles. Und da sind 250 Meter auf 100 Gramm. Und ausnahmsweise mal möchte ich euch auch die Maschenprobe zeigen. Und zwar sieht sie so aus. Ja, die Maschenprobe ist halt in dem Patentmuster gestrickt. Ja, komplett. Und gewaschen und einfach nur so ein bisschen ausgedrückt quasi und getrocknet. Man sieht, dass sie ja quasi undurchsichtig ist. So, und jetzt zeige ich euch, was ich schon habe. Und das ist das Strickstück, an dem ich gerade stricke. Und man sieht, sieht viel lockerer aus als die Maschenprobe, ist aber mit der gleichen Nadelstärke gestrickt. Und nur nicht gewaschen. Ja, man sieht also, was für einen gravierenden Unterschied es ausmacht, in diesem Fall, das Gestrick zu waschen. Ja, weil eigentlich, wenn man so mit der 5,5 mm Nadel strickt, hat man den Eindruck, das ist zu locker, beziehungsweise so zu löchrig. Ja, so sieht man es gut, glaube ich. Hat man den Eindruck, das ist zu löchrig. Scheint es aber nicht zu sein nach dem Waschen. Also, arbeite ich mich da durch. Das hört sich so ein bisschen nach viel Arbeit an, wie ich es ausspreche, glaube ich. Das Gefühl habe ich jetzt teilweise auch, weil ich halt schon zum zweiten Mal angeschlagen habe. Ich hatte ursprünglich mit Holzgarn in der gleichen blauen Farbe angeschlagen. Und zwar war das die Holzgarn-Mischung von Schafswolle und Kaschmir. Jetzt habe ich vergessen, wie diese Linie da eigentlich hieß oder dieses Garn hieß. Aber ich hatte mir, ich glaube, sechs Knäuel gekauft. Die sind ja jedes 250 Meter, glaube ich. Jedenfalls habe ich angefangen zu stricken. Das ist ja bei Holzgarn auch so, dass wenn man es verstrickt, dann hat man den Eindruck, dass es so zu löchrig ist. Dann wäscht man das und die Wolle bauscht sich total auf. Und sieht dann richtig schön aus, wird auch noch weicher. Gut, bei Kaschmir war es nicht notwendig, aber wird halt wirklich weicher und so flauschiger. Und der große Vorteil ist, man kann die Wolle oder die Strickstücke in der Waschmaschine waschen, was ich unglaublich selten bei Strickstücken mache. Also zum Beispiel, gut, das könnte man wahrscheinlich auch in der Waschmaschine waschen auf so einem Handwasch-Wollprogramm oder so, aber das traue ich mich nicht. Ja, ich wasche alle meine Strickstücke, außer die aus Holzgarn und so oder aus Superwash-Garnen. Wasche ich alle per Hand. Jedenfalls stricke ich jetzt die Septemberjacke. Heißt die Septemberjacke? Ich verwechsle das nämlich immer. Genau, die Septemberjacke von Petite Knit für meine beste Freundin, der ich die Jacke vor ein paar Jahren zu Weihnachten oder zum Geburtstag geschenkt habe. Ja, ich bin immer noch dabei, beziehungsweise ich bin wieder dabei. Das ist der Rücken. Man fängt hinten an, macht hier die Raglanzunahmen, dann strickt man ein bisschen geradeaus den Rücken. Ich habe hier noch ein paar Zentimeter und das ist also quasi hinten, so dieser Teil hier am Rücken. Und dann strickt man bis zu einer gewissen Länge, je nach Größe. Lässt das ein bisschen liegen, strickt dann die Vorderteile, dann verbindet man alles und strickt alles am Stück nach unten.
Ja, also bei mir dauert es natürlich noch ein bisschen, bis ich alles zusammen nach unten stricke. Aber ich habe das recht schnell gestrickt. Ich glaube, das ist die Arbeit von einem Tag und das will ja was heißen. Das geht wirklich schnell. Und das sieht ein bisschen nach einem Fehler aus hier von hinten. Ist aber nicht. War nur ein größeres Loch. Ja, genau. Warum ich. Das ist für mich schon ein bisschen Arbeit, weil. Wenn der Faden so locker um die Nadel sitzt, finde ich es ein bisschen anstrengender beim Stricken einfach nur, ja, also rein physisch anstrengender. Das ist so ein bisschen das Problem. Das Schönste an dem Teil ist aber, dass meine Freundin, für die ich das stricke, ja, sehr klein, nicht sehr klein ist. Sie ist dünn und ich stricke die kleinste Größe. Ich glaube, ich habe auch eine etwas breitere Maschenprobe oder auf jeden Fall stricke ich die kleinste Größe, das ist die XS. Und das ist ja, das freut einen dann doch umso mehr, wenn man sowas stricken darf. Das war das zweite Projekt. Die Nadeln sind übrigens von Haya Haya, falls ihr Interesse habt. Die finde ich eigentlich am besten in den meisten Fällen. Die von Tiagu finde ich auch sehr, sehr gut und die sind halt besser. Also die findet man häufiger in Deutschland einfach nur, deswegen habe ich mehr davon. Aber Haya finde ich eigentlich mit am besten für mich. Das war jetzt die Septemberjacke. Genau. Dann geht es weiter mit meinem Teststrick für The Autumn Acorn, heißt das Label von der Judy Javel. Das ist die Designerin, die US-amerikanische Designerin, für die ich eine Weste oder ein Pullunder teste gerade. Das blende ich hier irgendwo ein. Das ist wunderschön, oder? Das ist sehr einfach, aber dieser Streifen mit den Blümchen, da sind Tulpen bei ihr, macht es natürlich zu was Besonderem. Und das ist cropped, das kann man also wunderbar über so längeren Tuniken oder Hemden tragen. Das ist auch meine Absicht und deswegen dachte ich, ich melde mich mal zum Teststrick. Ich habe für sie schon mal ein Mädchenkleid gestrickt, beziehungsweise getestet, die Anleitung. Und deswegen, ja, wir kannten uns schon und sie hat sich sehr gefreut, dass ich mich gemeldet habe und jetzt teste ich das für sie. Ich zeige jetzt mal, was ich habe. So, wo ist vorn, wo ist hinten? Das ist vorne. Das ist natürlich noch nicht gewaschen. Man muss das auch richtig spannen, wenn man es wäscht, weil durch den 2x2 Bündchen oder also dieses 2x2 Muster zieht sich das natürlich direkt zusammen. So, wenn man das dehnt, sieht das so aus. So, sieht das so aus. Ist das nicht putzig? Ist das nicht wunderschön? Ich finde das so toll. Also dieses Detail hier, das ist so, so cool. So. Ja, also das ist, ich habe ehrlich gesagt die Anleitung noch nicht zu Ende gelesen. Ich habe einfach Garne rausgesucht. Ich habe so eine Art ja, Garn-Lego gespielt, weil man braucht ja relativ wenig. Man braucht alles in Dikay, also 200 bis 220, 240 Meter auf 100 Gramm. Und ich habe ja nicht so viel Dikay-Wolle und entsprechend auch nicht so viele Reste. Und die brauchte aber für dieses Blümchen-Detail ja eher Reste. Ja, man will ja keine neuen Stränge dafür wickeln, anschlagen und halt, ja, was auch immer, wie viel verbrauchen. Ja, also habe ich ganz lange gesucht und dann habe ich halt ein bisschen Reste, ein bisschen Nichtreste gefunden und stricke das jetzt. Und zwar stricke ich sage jetzt erstmal die Nadel, ich glaube 5. Genau, mit der 5er Nadel, das ist entweder eine Nadelgröße oder eine halbe Nadelgröße größer als bei Judy in der Anleitung. Aber ich finde, genau, und ihre Anleitungen sind. Gut, ich habe nicht nach so vielen amerikanischen Anleitungen gestrickt. In jedem Fall finde ich, dass sie so eine andere Art von Anleitungen schreiben hat als andere Designerinnen, deren Modelle ich gestrickt habe.
Auf jeden Fall eine andere Art, als es in Europa üblich ist. Ja, es ist irgendwie so eine Mischung aus skandinavisch formuliert, also sprich kurz, aber klar und irgendwie was anderes. Ja, keine Ahnung was. Ich finde das aber auf jeden Fall gut genug oder nicht gut genug, das hört sich total falsch an. Ich finde das gut für mich. Ja, also ich komme ja gut auch mit skandinavischen Anleitungen klar. Ich finde so ein bisschen nachdenken müssen beim Stricken sehr, sehr gut. Und bei Judy muss man zwischendurch, glaube ich, auch ein bisschen sich vorstellen oder halt sich ein Foto angucken, um zu wissen, was man machen sollte. Und sie macht wirklich an richtigen Stellen auch die Fotos rein. Jedenfalls ist es bei dieser Anleitung bisher wirklich so. So, hier ist die Anleitung. Die zeige ich euch natürlich nicht. Was wollte ich dazu sagen? Ich stricke Größe. Jetzt weiß ich wieder nicht. Ich glaube Größe L. Genau, ich stricke Größe L, also für 100 cm Brustumfang mit 5er Nadel. Und das geht ja schnell. Relativ. Jedenfalls bin ich jetzt, das ist vorne, was ich hier stricke gerade. Ach ja, genau, wie man sieht, strickt sich das in Einzelteilen, also beziehungsweise vorne und hinten getrennt voneinander. Oder vielleicht geht vorne in den Rücken über. Wahrscheinlich eher nicht, weil hinten muss man schauen, ob man, ehrlich gesagt, merke ich gerade, dass ich gar nicht weiß, wie das Modell hinten aussieht. Sie wollte uns. Also uns den Teststrickerinnen wollte sie Fotos von hinten schicken, weil man kann das hinten eigentlich, ich muss mal schauen, Entschuldigung, ich muss mal gerade hier schauen, wie es eigentlich weitergeht. Genau, der Rücken wird genauso wie der Vorderteil gestrickt. Man fängt also unten an und strickt nach oben. Wahrscheinlich muss man dann hier mit dem Maschen, wie heißt das? Maschenstich oder so. Also auf jeden Fall irgendwie natürlich Rücken und Vorderteil verbinden. Das ist ein bisschen doof für mich, aber das ist nicht viel, was man da machen muss. Das werde ich überstehen. Ich werde es berichten. Was ich aber noch berichten wollte, die Garne. Ja, ich habe mich hier für ja quasi die ultimativen Dikey-Garne entschieden, die ich sowohl bei mir im Stash habe als auch bei mir im Etsy-Shop, falls ihr Interesse haben solltet. Das hier, also dieses hier, ist Blueface Lester von West Yorkshire Spinners in Natur Mittelbraun. Ja? Die gibt es ja noch in Weiß, also Ecru, und in Dunkelbraun. Und soweit ich weiß, sind sie ungefärbt. Ja? Und auch Non-Superwash. Und dieses Grün von den Blättern von meinen Tulpen ist auch BFL von West Yorkshire Spinners in der Farbe Fellside, glaube ich. Also auch das Grün, das bei mir im Shop vertreten ist. Nur die Blumen, ich wollte die eigentlich auch aus diesem rostfarbenen BFL stricken, das ich auch in meinem Shop hatte. Und aus dem ich auch mal ein Pullover gestrickt habe. Aber ich habe zu Hause nichts gefunden. Ja, es ist irgendwo da, ich weiß das, in meinem Stash. Aber mein ganzer Stash ist ja jetzt irgendwie ein bisschen durcheinander gebracht und ja, so gelagert, dass ich nicht alles gut einsehen kann. Deswegen dachte ich, okay, ich brauche irgendwas anderes. Und das ist aber auch interessant, weil da so eine handgefärbte Wolle von Rico Design ist. Das ist diese hier. So, hier, damit so ein bisschen. Die ist auch cool, oder nicht? Und das ist dieses hier, die Hand-Dyed Happiness oder Luxury Hand-Dyed Happiness, Merino Extra Fine Dikey, Mulesing Frei von Rico Design. Da sind 390 Meter auf 100 Gramm. Genau, die habe ich einfach doppelt genommen und meine Blumen gemacht. Das ist das hier. Und was ich aber noch sagen möchte, also hier, ich habe hier Maschenproben gemacht. Das war die aus BFL. Hier unten mit 4,5 und hier mit 5 mm Nadel. Man sieht ein bisschen, dass es so oben breiter wird. Und ich habe aber noch ein anderes Garn getestet. In einer Farbe, die nicht passte, natürlich. Das ist The Croft von West Yorkshire Spinners. Und das ist mit 4,5er Nadel gestrickt. Und da passt die Maschenprobe auch perfekt zu der Anleitung von Judy.
Das heißt, wenn ihr später mal Interesse haben solltet, diese Weste nachzustricken, dann habe ich schon zwei Garne für euch ausgetestet. Also einmal BFL in einer der beliebigen Farbe natürlich von West Yorkshire Spinners mit der 5er Nadel bei mir oder halt mit einer kleineren Nadel The Croft, das ist ja 100% Shetland Wolle, Non Super Wash in einer passenderen Farbe oder halt mit in dieser Farbe auch von West Yorkshire Spinners. Beides gibt es bei mir im Shop. So, soll aber keine Verkaufsveranstaltung sein. Ich wollte nur sagen, also weil Judy strickt oder gibt in ihrer Anleitung Garne an, die in Deutschland nicht verkauft werden. Oder zumindest habe ich sie nicht gesehen. Und das sind auch, das ist Shetland-Wolle bei ihr, 100%. Au Decay, ja, und passt damit auch zu der Shetland-Wolle, die man von West Yorkshire Spinners hat. Und die ja in Deutschland bei mir und nicht nur bei mir erworben werden kann. Ja, das ist ja immer ganz nett, glaube ich, wenn man weiß, durch was kann man die Garne ersetzen, die von Designerinnen aus anderen Ländern angegeben werden und bei uns nicht gekauft werden können. So, deswegen dachte ich, ich berichte so ausführlich darüber. So, dann packe ich das alles wieder mal zusammen. Und was ich euch noch zeigen wollte, ist dieses Säckchen. So, mit wahrscheinlich nicht handgemachter, wie heißt das, Stickerei. Aber dennoch recht bequem für so Projekte, die klein und handlich und angefasst werden können, wie man will. Also ich habe da keine Angst, dass da irgendwas von Nadeln rutscht. Diese Säckchen habe ich mir am vergangenen Samstag gekauft, als ich mir erlaubt habe, so eine ganz kleine Shoppingtour zu machen durch die Bielefelder Innenstadt. Und da waren wir dann bei Sostrene Grene und da kaufe ich gerne Wäschesäckchen, die von Sostrene Grene Designern wohl für was anderes gedacht sind, die ich aber immer zum Stricken verwende. Das ist dieser hier. Und das hier ist eigentlich auch sowas und das finde ich auch perfekt. Da ist jetzt die Septemberjacke beheimatet und das bleibt ja sogar stehen. Ja, das finde ich sehr, sehr bequem. Was ich noch bei Sostrene Grene gekauft habe, was ich euch dann auch zeige, sind die Maschenmarkierer. Von denen habe ich schon zwei, also eigentlich zeige ich es lieber so. Das ist dieses Schächtelchen. Das kostet nichts. Das kostet 1,84 Euro. Und das sind, ich weiß nicht, ob ich sie so gut zeigen kann, das sind so kleine goldfarbene Ringe. Kann man das so? Ich weiß nicht. So. Genau, die kann man gut sehen. Und die passen für 6er, für 7er Nadeln auf jeden Fall, von der Größe her. Und hier sind 30 Stück. Ja, ich habe sie auch mitgenommen am vergangenen Samstag. War das Samstag? Ja, das war Samstag. Weiter. Ich habe wieder, also meine Pause ist bald um, in der ich auch zeichne. Ach ja, was ich ja unbedingt sagen wollte zu diesem Teststrick von Judy mit diesem Streifen da. Der wird ja gehäkelt. Ja, die Blätter und die Blumen werden gehäkelt und eine Reihe drüber ist auch gehäkelt. Und so hat sie auch den Teststrickaufruf gestartet, dass sie Strickerinnen sucht, die auch häkeln. Und dann dachte ich, warum nicht? Ich häkle ja auch. Ich habe als Kind auch sehr, sehr viel gehäkelt und auch als Jugendliche, glaube ich, gleich viel gehäkelt und gestrickt. Ich habe als Kind schon von meiner Oma abgeguckt, wie sie gehäkelt hat und wie sie diese filigranen Spitzendeckchen für den Tisch gehäkelt hat. Ja, diese weißen, die man dann auch gestärkt hat. Das habe ich bei ihr halt gesehen und dann habe ich die auch nachgehäkelt und fand das faszinierend, das zu machen. Ja, weil, gut, ich mag weiß als Farbe grundsätzlich und ich mag filigrane, kunstvolle Sachen. Und ja, ich häkle wenig, weil ich weiß auch nicht genau warum. Ah ja, genau, doch weiß ich. Mir gefällt die Optik von gehäkelten Sachen, zumindest von gehäkelter Kleidung, viel weniger als die von gestrickter Kleidung. Meine persönliche Meinung, ich will niemandem
zu nahe treten sozusagen. Optik bzw. Aussehen von irgendetwas ist ja total Geschmackssache und mir gefallen gestrickte Sachen halt besser. Aber natürlich muss ich zugeben, es gibt sehr viele sehr schöne, sowohl gehäkelte Kleidungsstücke als auch einfach nur gehäkelte Accessoires. Und zum Beispiel der Einsatz von Häkeln in so einer einfachen Weste fand ich, also ich finde das genial. Das ist einfach nur eine sehr, sehr, sehr gute Idee. Und als ich das gehäkelt habe, ja, war ich wieder in meiner Kindheit so ein bisschen. Dann wurden so viele positive Emotionen geweckt, dass ich ein weiteres Häkelprojekt anhäkeln musste. Und das habe ich getan. Gestern, am Sonntag, habe ich angefangen, eine Granny Squares Decke zu häkeln, beziehungsweise eine Granny Square Decke. Also ihr kennt ja sicher diese Granny Squares, also so kleine oder relativ kleine Quadrate, die man aus der Mitte quadratisch halt häkelt und dann ganz viele Quadrate häkelt man und häkelt sie dann zusammen. Ich werde eine Decke, also einfach nur ein Square und häkeln, und zwar so groß, dass das eine Decke wird. Und ich habe gestern angefangen. Ich zeige euch, wie weit ich schon gekommen bin. Das ist vorne. So. Ich finde das so toll. Ist natürlich eine alte Oma-Decke. Ja, die ist auch irgendwie ein bisschen schief. Keine Ahnung warum. Minimal. Ich weiß nicht, das glättet sich vielleicht auch beim Weiteren, beziehungsweise nach dem Waschen. Irgendwie scheint sie so eine Drehung zu haben. Wahrscheinlich, weil ich jede Farbe immer so versetzt an der nächsten Ecke angefangen habe. Dann verdreht sie sich wahrscheinlich. Ist aber nicht schlimm. Habe ich halt eine besonders künstlerische Decke mit einer optischen Täuschung. Die Decke häkle ich aus Decay-Resten mit einer 4 mm Nadel. Und ich muss sagen, das Häkeln an dieser Decke scheint für mich eine zusätzliche therapeutische Wirkung zu haben, beziehungsweise scheint für mich noch mehr oder noch weitere positive und emotionale Aspekte mit sich zu bringen, wie das Stricken. Ja, das Stricken, ja, ist für mich ein Teil meines Lebens, auf das ich überhaupt nicht mehr verzichten könnte, zumindest im Moment nicht, muss ich auch nicht. Und das Häkeln ergänzte das jetzt noch etwas, wahrscheinlich, weil ich halt seit Jahren sehr, sehr viel stricke. Ja, diese neuen emotionalen Momente, die ich jetzt beim Häkeln habe, die habe ich beim Stricken einfach nicht mehr, weil ich das halt jeden Tag mache. Also es hat sich überlagert dadurch, dass das für mich einfach nur wie das, ja, fast schon wie das Atmen ist oder wie das Essen oder so. Und welche Momente sind das oder welche Aspekte sind das? Zum einen erinnere ich mich natürlich an meine Kindheit, an sehr schöne Momente in meiner Kindheit, an meine Oma, die mir ja wirklich vieles beigebracht hat, die mich zu einem großen Teil zu dem Menschen gemacht hat, wie ich jetzt bin, neben meinen Eltern natürlich. Und es ist einfach sehr schön. Es waren auch sehr, sehr schöne Zeiten. Ich habe bei meiner Oma sehr viel Zeit verbracht, auch ohne meine Eltern. Und das waren, also ich habe nur schöne Erinnerungen. Oder zumindest, natürlich gab es auch, weiß nicht, sie hat mich dazu animiert, sage ich mal, auf eine weniger nette Art und Weise, wenn ich etwas unschön geschrieben habe bei einer Hausaufgabe, mich wieder hinzusetzen und die Seite neu zu schreiben. Also sie hat mich halt animiert, sie hat mich nicht gezwungen, aber sie war halt Lehrerin. Sie hat dann mich dazu gebracht, dass ich mich hingesetzt habe und das nochmal gemacht habe. Und trotzdem sind das schöne Erinnerungen. Es waren sehr, sehr schöne Zeiten. Das ist das eine. Dann, ich nutze ja Reste von verschiedenen Wollen, die ich habe. Ich habe ja nicht so viele Decay-Reste, aber ich habe viele Fingering oder viele
Wollreste in Sockengarnstärke und die nehme ich dann halt einfach zweifädig und verstricke sie hier auch. Und jedes Mal, wenn ich einen neuen Faden ansetze, den ich hier noch nicht gestrickt habe, denke ich an das Projekt, das ich aus diesem Faden oder aus dieser Wolle gestrickt habe. Und das ist sehr schön. Ja, zum Beispiel hier ist dieses BFL-Garn, aus dem ich verschiedene Sachen gestrickt habe. Dann denke ich, ah, okay, da habe ich diesen Cardigan von Albina McLaughlin gestrickt, der ja so eine coole Schulterkonstruktion hat. Daraus habe ich Socken gestrickt. Das ist Retrosaria Rosa Pomas Mondim. Daraus habe ich ein Pullover gemacht, meinen ersten Rundpassen-Pullover, der super sitzt. Das ist Plotolopi in Pink und so weiter. Ja, also bei jedem Streifen denke ich an dieses Projekt und an die Zeit, die in diesem oder in der ich dieses Projekt gestrickt habe. Das ist also so eine Erinnerungsdecke. Hier zum Beispiel der letzte Streifen ist die Wolle von Mondschaf, aus der ich meine First Impression Blouse mit dem kurzen Arm gestrickt habe. Ja, das ist einfach nur so ein voll das Erinnerungsprojekt. Und Erinnerungen, und das sind schöne Erinnerungen, ja, weil wir stricken, um schöne Sachen zu haben, um schöne Erlebnisse zu haben. Wir stricken aus Garnen, die wir lieben. Und das ist, diese Decke gibt mir noch einmal die Möglichkeit, diese Gefühle zu fühlen. Und ich glaube, das ist sehr heilsam, wenn man Stress hat, wenn man mal traurig ist, wenn man einfach nur ein bisschen Ablenkung haben möchte und als so eine Art Tagebuch. Ja, ich weiß nicht. Ich finde das sehr schön. Ja, ich muss noch mehr Reste suchen irgendwo. Ich habe jetzt meine Reste, ich habe so eine riesige Resteflasche quasi. Die habe ich jetzt geleert. Das ist alles jetzt erstmal hier. Ja, ich habe ja gar nicht so viele Reste. Ich verstricke Sachen häufig. Ich weiß auch nicht, warum ich keine Reste habe oder wenig Reste. Vielleicht habe ich so viel Wolle, dass wenn ich einen Rest habe von einem Strang, dann lege ich halt zu den anderen Strängen der gleichen Wolle dazu. Dann ist das ja kein Rest, weil noch mehr davon da ist. Ja, jedenfalls werde ich die Decke so als einen riesigen oder ein riesiges Granny Square weiterhäkeln. Ach ja, genau. Eine Erklärung zu der Heilsamkeit von solchen Projekten habe ich in einem Podcast gehört. Habe ich im Podcast So bin ich eben gehört. Das ist ein Podcast von Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski. Stefanie Stahl ist ja eine Psychologin und Psychotherapeutin, die einige Bestseller, psychologische Ratgeber, geschrieben hat, zum Beispiel Das Kind in dir muss Heimat finden, jeder ist beziehungsfähig, so diese Art von Sachen. Und sie macht halt mehrere Podcasts, unter anderem So bin ich eben. Und in der letzten Ausgabe von vor ein paar Tagen war Bas Kast zu Gast. Bas Kast ist ein Journalist und Schriftsteller oder Autor, der auch so eine Art Ratgeber schreibt. Der hat zum Beispiel Ernährungskompass geschrieben und dann Kompass für die Seele oder so heißt sein wahrscheinlich letztes Buch. Und da geht es um verschiedene Strategien, verschiedene Mittel quasi, wie wir unsere Seele, nicht nur den Körper, sondern auch unsere Seele mit Hilfe von Ernährung und anderen Stoffen heilen oder gesund halten. Und er hat einen Vergleich gebracht, nicht mit Stricken und Häkeln, aber er meinte zum Beispiel, dass untersucht wurde, dass das Betrachten von Meereswellen oder das Betrachten von Feuer, obwohl es eigentlich langweilig sein müsste, nach jeglicher Definition, es nicht langweilig ist. Ja, dass wir gerne ins Feuer starren, können das auch sehr lange machen und uns dabei nicht langweilen, weil unser Kopf, der ja irgendwie Action braucht, durch die Bewegung, auch wenn es eine monotone Bewegung ist, beschäftigt ist und wir nicht in so ein Gedankenkarussell geraten und auch negative Gedanken dadurch quasi gestoppt werden.
sodass man dann ja sich nur entspannt oder halt der Gedankenfluss einen gesunden Ausmaß annimmt. Und das ist, glaube ich, bei dieser Art von Projekten sowohl beim Häkeln als auch beim Stricken ähnlich. Ja, hier, wenn man auf das Häkel- oder Strickstück guckt, haben wir ja auch eine gleichmäßige Bewegung, die wir uns angucken können. Und hier, zusätzlich würde ich von mir aus sagen, kommt bei Menschen wie mir, die auch noch physische Bewegung brauchen, also ich kann wirklich nicht ruhig sitzen. Nur das Stricken und Häkeln hält mich davon ab, ständig aufzuspringen und irgendwas zu machen und mich wieder hinsetzen. Ja, ich habe schon an ADHS gedacht, aber weiß ich nicht. Jedenfalls dieser Reiz, der visuelle und der manuelle Reiz, die treffen dann bei so etwas aufeinander und also ich glaube, das hat wirklich eine total heilende Wirkung auf uns in unserem so schnelllebigen, so stressigen Leben. Man kann sich ja diesem Stress quasi gar nicht entziehen. Also man muss das schon wirklich gewaltsam machen, wenn man sich dem normalen Stress entziehen will. Und das ist eine weniger gewaltsame Methode, das zu tun. Ja, also ich bin sehr angetan von diesem Projekt und ja, hoffe, dass ihr Spaß hattet, euch das anzugucken. Ja, also ich hoffe auf jeden Fall, dass das die Decke sein wird, die ich zu Ende stricke. Ich habe ja noch weitere drei Deckenprojekte in Arbeit. Nur bei einem bin ich richtig weit vorwärts gekommen, dass ich bald fertig bin. Darüber berichte ich dann irgendwann. Für heute habe ich dann leider schon nicht mehr so viel Zeit, das zu tun oder gar keine. Ja, ich hoffe, dass diese emotionalen, positiven Einflüsse mich dazu bringen werden, das zumindest schnell zu Ende zu stricken. Wenn ich keine Reste mehr habe, werde ich einfach irgendwas Größeres hier mit einfließen lassen. Und Sockengarne. Wahrscheinlich werde ich da noch die Sockengarne mit reinnehmen, die ja, die ich, also ich habe viele Sockengarne und stricke aber nicht so gerne Socken. Ich glaube, das würde sich gut eignen, um da die hier zu verarbeiten. Stimmt, was ich noch dazu sagen wollte, ich stricke, also ich habe Muskelkater. Ich habe gestern, ich weiß nicht, 2, 3 Stunden, 2 Stunden vielleicht, dafür habe ich 2 Stunden, ungefähr 2, 3 Stunden gebraucht. Und ich stricke mit diesem Teil. Ja, ich hoffe, das kann man gut sehen. Das ist eine Häkelnadel, die älter ist als ich. Ja genau, ich habe gesagt, das ist die 4 mm Nadel. Man sieht, das ist eine Metall-Häkelnadel, die ist auch, ich finde, also diesen Hacken hier finde ich wirklich sehr, sehr gut. Aber die ist insgesamt zu kurz. Sie ist hier schon mal abgebrochen gewesen. Ja, man hat mit sehr viel Kraft gehäkelt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich das war. Dann hat man das hier abgeschnitten und mit irgendwas dran geschweißt, also wahrscheinlich heiß gemacht und dann halt reingequetscht. Und die hält auch sehr gut, aber ich habe Muskelkater hier, also wirklich hier eher oben, nachdem ich gestern recht viel gehäkelt habe. Und ich häkle nicht fest. Ich häkle normal, ja. Also ich muss keine Kraft anwenden, um zu häkeln. Das ist wahrscheinlich einfach nur diese Bewegung, die man dann so macht, ja. Also dieses Verdrehen und dann verdreht sich bei mir, also sind bei mir halt diese Muskeln beansprucht. Vielleicht halte ich den Arm ein bisschen falsch, muss ich noch rausfinden. Aber im Zuge dessen ist mir aufgefallen, dass ich wohl eine neue Häkelnadel in Größe 4 mm brauche. Und zwar möchte ich unbedingt eine Häkelnadel haben, die eigentlich genau den gleichen Haken hat. Also Metall und auch diese Form. Ja, wenn ihr mir also was empfehlen könnt, gerne empfehlen. Ich glaube, Tulip-Häkelnadeln sind ähnlich. Ich bin mir nur nicht sicher, dass dieser Griff auch so ist, muss nicht aus Plastik sein. Ich wäre über Holz sehr froh. Was ich nicht mag, sind diese klebrigen Griffe. Ja, also diese, die so ein Zwischending irgendwie zwischen Gummi und Plastik sind. Ich finde sie ja komisch an der Haut. Ich glaube, Holz wäre ganz gut oder etwas, was halt nicht so klebrig ist. Ja, also gerne Empfehlungen hier in den Kommentaren. Ich würde mich sehr freuen. Und dann sind wir ja quasi automatisch. Ach nee, genau, ich bin noch nicht fertig mit der Häkeldecke.
da es so viel Spaß macht, sie zu häkeln und da ja, aus gegebenen regnerischen Anlass ist mir aufgefallen, dass mein Hund vielleicht auch eine Decke braucht. Und wenn ich mit dieser Decke durch bin oder wenn die Inspiration mich früher besucht in Bezug auf die Hundedecke, werde ich für meinen Hund, der ja nicht klein ist, auch eine Granny Squares Decke häkeln. Aus Sockengarn wahrscheinlich. Ja, nur so. Ich wollte das mit euch teilen. Und jetzt sind wir bei Werkzeug. So, ich habe einige Rundstricknadeln, mit denen ich die Ärmel, ups, Entschuldigung, mit denen ich die Ärmel stricken kann. Und zwar habe ich diese zwei Sets zum einen. Ja, also beide von Tiagu. Einmal für Nadeln, hier steht das nicht. Einmal für Nadeln ab 3,5 bis 5. Das, also in diesem blauen Ding ist dieses, ja, dieses Täschchen drin quasi. Und da sind zwei Sets von Nadeln. Also ein paar von denen sind raus, weil ich irgendwelche anderen Ärmel stricke. Das sind ganz kurze Nadeln. Also hier unten sind ganz kurze Nadeln. Die sind, glaube ich, 5 cm. Und oben. Also ich zeige das mal so. Also hier sind die 5 cm Nadeln und das müssten die 8 cm Nadeln sein. Die sind länger. Und die Sets sind super. Ja, also insbesondere dieses Set ist toll. Wenn man also Ärmel stricken möchte und Nadeln von 3,5 bis 5 mm braucht, dann ist man hiermit wirklich sehr gut versorgt. Also ich zeige mal eine, die schon zusammengedreht ist. Ja, also das reicht ja für ein. Also hier oben für einen Ärmel, sieht man jetzt nicht so gut. Also hier für mich ist das eine perfekte Breite quasi oben. Man braucht dann die kürzeren Nadeln, wenn man weiter nach unten kommt am Ärmel. Und man hat drei Seile und ja, die Seile werden dann auch immer kürzer. Ich glaube, insgesamt hat man dann so Längen von, das steht hier leider nicht und ich weiß das auch nicht mehr auswendig. Man hat dann, glaube ich, aber so Längen von 40 bis 25 Zentimeter. Ja, und das ist ja quasi die Länge, die man dann braucht, wenn man Ärmel strickt mit so Rundstricknadeln. Bei dem gelben Cent von Chiagu ist das aber nicht so. Ja, als ich das Ding mir bestellt habe, dachte ich, das wird genauso sein. Man hat längere und kürzere Nadeln und man kann dann halt von oben nach unten gut stricken. Aber ich habe hier drin nur ein Set von Nadeln und das sind die längeren. Ja. Die Nadelstärken sind übrigens 5,5 bis 8 mm. Wenn ich mir die 8 mm Nadel so in 9 cm oder 8 cm sind das angucke, dann merke ich natürlich, okay, wenn man sie jetzt noch 3 cm kürzer hätte, hätte man ja gar keine Möglichkeit, ja, die Nadel zu halten. Aber damit hat man natürlich ein Problem. Ja, für hier oben reicht der Umfang aus. Wenn man aber hier unten ist und etwas, so mein Hund kommt jetzt, wenn man dann natürlich hier unten ist und ja, so einen ganz schmalen Umfang stricken möchte, dann sind sie zu lang. So mein Hund wieder unterwegs hier. Und also hier hat man übrigens so neue Seile, die sie sogar hier drehen. Ja, also das sieht man natürlich so nicht wirklich, aber ich drehe halt. Ja, genau, so sieht man. Die sind super, die Seile. Die drehen sich halt nicht von alleine aus. Die hat man halt in zwei Längen. Man hat drei Seile, aber nur in zwei Längen. Von den kürzeren habe ich, glaube ich, zwei Seile. Und ja, also ich habe da, wenn ich schmale Ärmel stricken möchte, beziehungsweise Ärmel, die hier unten schmal sind, dann habe ich natürlich das Problem, dass ich zu langes Seil und zu lange Nadeln habe. Also überlege ich mir noch zum Beispiel für den Lento, den ich ja mit 5,5 mm Nadeln stricke, eine kurze feste Nadel zu kaufen. Und da bin ich noch auf der Suche. Ich habe auch was gefunden, das sage ich gleich.
Ich zeige aber noch andere Anbieter, die sowas Ähnliches anbieten. Andere Nadeln, die sowas Ähnliches. Nee. Nadeln von anderen Anbietern. So. Und zwar habe ich mal früher, bevor ich diese Sets hatte, sehr viel mit Knit Pro Nadeln gestrickt. Die sehen dann so aus. Das sind auch kürzere. Ich glaube, die sind 9 cm insgesamt. Also, das ist die Nadel so. Und das ist das Seil. Ich glaube, das Seil, das ist das kürzeste Seil. 20 cm. Und damit habe ich aber eigentlich auch ja, einen relativ schmalen Umfang. Gut für die Ärmel. Ja, hält sich so ein bisschen in Grenzen quasi die Bequemlichkeit, weil man das nicht mehr so ganz gerade machen kann. Aber ist okay. Kann man stricken. Dann habe ich noch von Lücke feste Rundstricknadeln, feste kurze Rundstricknadeln. So von Lücke, Driftwood ist das. Welche Nummer ist das eigentlich? Das sind 5 oder 6? 6 mm. Das sind 6 mm. Das sind wahrscheinlich auch 6 mm, weil sie gleich aussehen. Ja, ich habe also zweimal gleiche 6 mm Nadeln. Ja. Und, oder ist das das, was ich gesucht habe eigentlich? 5. Nee, aber dann habe ich es ja gefunden eigentlich. Genau, was ich noch habe, sind noch Chiagu, feste Chiagu-Rundstricknadeln. Diese sind wahrscheinlich 30 cm. Ich messe das mal. cm. Ja, also das sind 31 cm und die sind hier bequem geborgen. Ja, so dass man das relativ bequem stricken kann. Man hat mehr Metall, deswegen auch besseren Halt hier in den Händen. Und man kann halt 30 cm stricken. Ja, die gibt es sicherlich in vielen anderen Größen auch. Besser oder mehr vertreten sind natürlich kleinere Nadelgrößen. Je größer man wird, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man von Chiagu sowas findet. Ja, kann aber sein, dass sie noch ja, nachjustieren, produzieren oder sowas, weil die Nachfrage, glaube ich, steigt. Ja, wo ich aber jetzt vor kurzem, also seit ich mit dieser Zuschauerin darüber geschrieben habe, suche ich nach solchen Nadeln für die Größen 7, 6, 6,5, also so 5, ab 5 quasi nach oben in halben Schritten. Beziehungsweise so, nee, nicht alle in halben Schritten, das macht, glaube ich, wenig Sinn, eine 7,5 oder eine 8,5 zu nutzen, weil da die Unterschiede immer geringer werden im Vergleich zu dem Rest, also zu der Grundbasis, zu der Basis zu der Größe der Masche. Aber so 5,5, 6, 6,5 könnte man vielleicht noch schauen und dann halt 7, 8. Und ich habe von Knit Pro diese neuen Metallnadeln gefunden. Harmonie? Nee. Also auf jeden Fall Metallnadeln. Die gibt es, glaube ich, auch als feste Nadeln. Ich werde das beim Bearbeiten des Videos raussuchen und hier irgendwie einblenden, was ich da gefunden habe. Auf jeden Fall werde ich wahrscheinlich diese Nitro Metallnadeln ausprobieren, von denen ich noch gar keine habe. Und dann berichte ich euch auch, ob sie was taugen. Ja, ich glaube, ich habe jetzt mein Programm eigentlich ganz gut untergebracht in knapp mehr als einer Stunde. Bevor ich mich verabschiede, erinnere ich nochmal, dass ich wahrscheinlich in Sulingen sein werde am 30. 31. am 30., also am Samstag, auf dem Wollfest. Wenn ihr mich seht, freue ich mich, wenn ihr mich ansprecht. Und ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf eure Abos, Fragen, Kommentare, Meldungen, Patreon-Besuche, Instagram-Folgschaften, was auch immer. Und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.